Gehören. Einen wundervollen guten Morgen. Willkommen zum zweiten Tag der Open Mind, die dritte dieses Jahr. Auf der ersten hatten wir schon mal den lieben MS Pro da gehabt, der heute anderen Namen trägt, das ist auch in Ordnung. Zwei andere Namen, er ist Frau Seliger und Frau Seeräuber-Jenny, finde ich gut. Vor 2 Jahren hat er einen Vortrag gehalten, den er jetzt weitergedacht hat. Das ist auch neu, dass Leute ihre Vorträge weiterdenken. Ich finde das gut. Wir haben ihn aus Berlin einfliegen lassen, extra mit dem Drehflügelflugzeug. Für euch hier heute MS Pro mit seinem Vortrag Jenseits der Sklavenmoral. Danke, ich hatte eigentlich selber eigene Gags geschrieben für meine Vorstellung, aber gut. Ja, dann können wir ja direkt ins Thema einsteigen, das finde ich ja auch ganz gut. Ja, jenseits der Sklavenmoral, Ethik als Tool zur Weltveränderung. Ja, so ganz ist das nicht richtig, dass ich das weiterschreiben wollte. Den Vortrag, den ich vor 2 Jahren hier gehalten habe, war über Filtersouveränität. Es war nur das gleiche Konzept, was ich jetzt sozusagen jetzt nochmal versuche auf andere Ethiken. Also im Grunde genommen war die Filtersouveränität war ja ein Beitrag zur Informationsethik und ich will jetzt weiter beim Ethischen bleiben und allgemein über Ethik sprechen, aber vorher noch ein bisschen zwei andere konkrete Fälle besprechen, die ich finde, die dringend in die Diskussion gehören. Und zwar werde ich als erstes über die Verteilungsethik reden, über das, was wir momentan für gut und richtig halten, wie Ressourcen verteilt werden. Und als zweites werde ich über Arbeitsethik sprechen und dann werde ich das Versprechen des Titels versuchen einzulösen und über die Ethik als Weltverbesserungstool reden, also das, was ich jetzt gleich machen werde, zu versuchen als Methode zu abstrahieren sozusagen. Ja? Gut, also Johannes Ponada ist eigentlich hier. Nee, ne? Also auf der Open Mind ist er, aber er ist jetzt gerade nicht hier. Aber wir können uns erinnern, er ist im diesem Jahr ist er von seinem Amt ausgetreten. In der FAZ hat er geschrieben, dass er nicht mehr bei Hartz IV mitmachen möchte. Und das hat zu großen Reaktionen geführt, zu einer großen Debatte geführt. Ich fand das eine sehr produktive Sache. Das Zweite war, dass er dann tatsächlich sich sein Gehalt durch Spenden finanzieren ließ oder finanzieren lassen wollte. Oder was heißt Gehalt? Also zumindest ein Einkommen. Also ein bisschen angelehnt an das bedingungslose Grundeinkommen. Und da brach dann der große Shitstorm los. Und der große Shitstorm, wir haben das alle mitbekommen, der kam dann eben aus den üblichen verdächtigen Ecken mit den üblichen Sprüchen, der soll doch mal arbeiten gehen, der soll doch mal, ich kriege auch nichts gespendet und was soll das alles, ja. Und von solchen Shitstorms kenne ich übrigens auch zu Genüge, ich weiß nicht, ob das für einige Leute von euch wissen, aber ich hatte auch Spendenaktionen für andere Leute im Launch und habe ähnliche Dinge gehört und mir anhören müssen. Und das hat mich auf jeden Fall, all diese Erlebnisse haben mich dazu gebracht, dass ich allgemein über Verteilungsethik nachgedacht habe. Vor allem auch im Hinblick, das ist auch ein schöner Tweet von Andreas, den habe ich hier mal reingetan, den fand ich schön. Mal schauen, Vorstände bezahlen nicht okay, von Stütze leben nicht okay, Spenden sammeln nicht okay, von Bücherschreiben leben nicht okay. Gibt es ein Problem damit, wenn jemand irgendwo aus irgendwelchen Quellen, aus vielleicht auch unerwarteten Quellen, plötzlich Geld bekommt und dann fühlen sich alle anderen scheiße und müssen shitstormen. Das ist irgendwie so meine Feststellung gewesen. Und das war für mich der Anlass, einmal über Verteilungsethik nachzudenken. Insbesondere im Hinblick auf das bedingungslose Grundeinkommen. Die Piraten haben ja 2011 dazu einen Beschluss gefasst. Und ich finde das ganz interessant, weil die Reaktionen und die auch bösen Reaktionen gegenüber Johannes Ponada und der Spendenaktion kamen nicht nur von den üblichen Verdächtigen von SPD, FDP und so weiter, sondern sie kamen tatsächlich auch aus der Piratenpartei direkt. Und dann frage ich mich natürlich auch, inwiefern überhaupt die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens oder als politisches Konzept durchsetzbar ist, solange tatsächlich dieses Mindset noch vorherrscht, ja, und diese spezielle Verteilungsethik immer dazu aufruft, gegenüber solchen Dingen ja, Sturm zu laufen.
Ja, das wird als unanständig empfunden. Und zwar, was wird als unanständig empfunden? Nicht, dass Johannes irgendwie Geld bekommt für seine Arbeit, weil ich glaube, das wäre kein Problem gewesen, wenn die Piratenpartei ihm wirklich ein Gehalt gezahlt hätte. Das ist in anderen Parteien auch üblich. Das wäre, glaube ich, hä? Ja, aber nicht so ein großer, glaube ich. Also es gab tatsächlich, dass es halt keine direkte Relation gab zwischen dem gespendeten Geld und dem Posten. Das war, glaube ich, tatsächlich eine Sache, dass es halt außerplanmäßig war, dass es nicht in die bekannten Raster fällt. Und ja, für mich ist einfach klar, Politik reicht nicht, wenn wir über das bedingungslose Grundeinkommen entscheiden wollen oder das einführen wollen, dann reicht nicht nur die politischen Rahmenbedingungen zu klären, also die Finanzierung und worüber man redet, sondern man muss auch über Mindsets reden, man muss über Ethik reden. Ja, Ethik kennen wir alle, ne? Das Wort kam ursprünglich von Aristoteles. Er hat nicht die Ethik erfunden, aber das Wort, also auch schon Sokrates hat Ethik betrieben. Ethik kann man eigentlich im Allgemeinen sagen, dass Ethik soll die Kriterien dafür liefern, wie wir gut handeln. Ja? Also es ist immer auf eine Praxis bezogen und diese Praxis soll möglichst die Welt besser machen und nicht schlechter. Und konkret will ich natürlich über Verteilungsethik reden und die sieht so aus. Es gibt diesen Philosophen, ich habe jetzt meine Moderationsnotizen werden hier leider nicht mehr angezeigt, deswegen entfallen mir jetzt ganz viele Namen und solche und bestimmte Sachen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass er ein schönes Beispiel genommen hat, ein sehr anschauliches Beispiel, und zwar ein Elternteil muss seinen drei Kindern hat einen Kuchen gebacken und die Kinder sind hungrig, sitzen am Tisch und jetzt soll den Kindern der Kuchen aufgetischt werden. Und wie teile ich diesen Kuchen jetzt auf? Und die allererste Variante davon ist, also genau, ich habe schöne sprechende Namen für die Kinder mir ausgedacht, das sind X, Y und Z. Ach du Scheiße, das auch noch. Genau, das eigentliche normale Prinzip, nach dem wir unsere Verteilungsethik organisieren, ist das Egalitätsprinzip. Also wir gehen erst einmal ursprünglich davon aus, dass jeder das Gleiche bekommt. Das ist, mag irgendwie befremdlich wirken, weil wir in unserer kapitalistischen Logik irgendwie andere Erfahrungen gemacht haben, aber tatsächlich ist jeder von uns genau noch so geeicht, dass wir sagen, jeder bekommt das Gleiche. Und dieses Egalitätsprinzip ist das zentralste Prinzip der Verteilung. Es kann natürlich sein, dass plötzlich Y sehr viel mehr Hunger hat als alle anderen beiden, dann geben wir auch dem Y mehr. Dann finden wir es auch gerecht, Y mehr zu geben. Das ist das Bedarfsprinzip. Also wenn jemand bedürftig ist, dann sehen wir es durchaus als ethisch an, jemanden mehr zu geben. Und wenn X besonders fleißig war, dann ist das andere Prinzip, das ist das Leistungsprinzip. Dann finden wir es auch ethisch, dass X ein bisschen mehr bekommt. Das sind so die beiden Prinzipien und im Grunde kann man sie zusammenfassen mit Egalitätsprinzip ist die Basis und es gibt begründete Abweichungen davon. Und diese begründeten Abweichungen davon sind die wichtigsten, eben das Bedarfsprinzip und das Leistungsprinzip. Jetzt will ich euch ein bisschen einen Schwank aus meinem Leben erzählen. Andi, das ist ein Freund von mir, mit dem habe ich zusammen studiert. Wir waren zusammen in einem Freundeskreis, man könnte sagen Clique. Und er war so ein bisschen der Mittelpunkt dieser Clique. Nicht, weil er so ein extrem sich in den Vordergrund strengender Mensch war, sondern weil er tatsächlich derjenige war, der von dem immer die soziale Initiative kam. Also er hat immer gesagt, hey, lasst uns treffen, lasst uns ausgehen, lasst uns einen Ausflug machen, lasst uns eine Bootstour machen, lasst uns eine Party feiern. Und so weiter und so fort. Also er war so ein bisschen der soziale Hub in der ganzen, im ganzen Freundeskreis. Und irgendwann kam er auf die Idee, eine Surfreise zu unternehmen. Und zwar im Rahmen des Unisports, hat dann sozusagen so ein bisschen Unigelder dafür auch einkassiert und hat sich einfach gedacht, hey, ich kann da mit meinen Freunden jetzt irgendwie auch groß irgendwie eine Surfreise machen und das wird lustig. Und er hat das gemacht. Er hat das alles organisiert, er hat sich auch echt richtig reingehangen und es war tatsächlich eine wunderschöne Reise. Wir hatten alle sehr viel Spaß, auch er hatte sehr viel Spaß. Und er hat das noch ein zweites Mal gemacht und irgendwann hat er das nicht mehr gemacht. Und überhaupt hat er überhaupt wenig gemacht. Er hat sich zurückgezogen, er hat keine Partys mehr organisiert, er hat keine Initiative mehr gemacht und er war irgendwann verbittert. Und ich habe ihn gefragt, du Andi, was ist denn los? Ja, und er fühlte sich einfach ungerecht behandelt. Ja? In all der Zeit hat er immer
immer alles gegeben. Er hat immer alles gegeben für seine Freunde. Er hat immer die Initiative gemacht. Er hat die Partys organisiert. Er hat Geld, Ressourcen und Arbeit überall reingesteckt. Und irgendwann muss es gewesen sein, dass er im stillen Kämmerlein gesessen hat und die Rechnung aufgemacht hat. Und dann stand auf seiner Habenseite eine ganze Menge Zeug, das er reingesteckt hat. Und auf der anderen Seite stand halt nicht nichts, aber auch nicht besonders viel. Ja? Und das hat ihm den ganzen Spaß verleidet. Das heißt also, er war dann irgendwann verbittert, weil diese Bilanz einfach unausgeglichen war. Das heißt also, das Gerechtigkeitsprinzip, dieses Gleichheitsprinzip, das er in seiner Vorstellung und dass wir alle in unserer Vorstellung als sozusagen als die Gerechtigkeit empfinden, das war einfach unausgeglichen. Und er hat sich dann zurückgezogen und hat sich selber sozusagen beschnitten, also weil er hatte ja selber Spaß daran eigentlich, diese Dinge für uns zu tun. Er hat sich selber daran beschnitten und hat selber aufgehört, diese Dinge zu tun, nicht weil er keinen Spaß mehr daran hatte, sondern tatsächlich, weil das Gerechtigkeitsprinzip für ihn verletzt war. Das hier ist Bauer Heinrich, er telefoniert gerade und er telefoniert gerade mit einer Fee. Diese Fee ist ihm erschienen und hat gesagt, Bauer Heinrich, pass auf, du darfst dir alles wünschen. Alles, ich erfülle jeden Wunsch. Da guckt er ganz fröhlich, ne? Aber dann sagt sie ihm, es gibt nur eine Sache, alles, was du dir wünschst, kriegt dein Nachbar doppelt. Und dann sagt er, ja, dann hack mir doch ein Auge aus. Das sind die Menschen. Es ist halt, tatsächlich, das ist die bittere Wahrheit, wir nehmen tatsächlich für uns Einschränkungen in Kauf, wenn ich relational zu meinem Nachbar besser gestellt bin. Es gibt diese Studie, eine Gerechtigkeitsstudie von 2009 an der Uni Köln. 32 Teilnehmer wurden befragt, beziehungsweise waren die Teilnehmenden. 16 davon haben 20 Euro in die Hand gedrückt gekriegt, unter der Prämisse, dass sie diese 20 Euro irgendwie teilen müssen mit den Leuten, die keine 20 Euro gekriegt haben. Und das Setting war folgendermaßen, sie konnten dann ein Angebot machen an die Leute, die kein Geld gekriegt haben und die kein Geld gekriegt haben, konnten das Angebot aber auch ablehnen. Und wenn Leute, die das abgelehnt haben, dann haben beide kein Geld gekriegt. Das war dann der Mechanismus. Also wenn das Angebot abgelehnt wurde, haben beide kein Geld gekriegt. Der Witz war, erstmal die gute Nachricht zuerst, tatsächlich hat kaum jemand der Leute, die diese 20 Euro gekriegt haben und teilen mussten, unter 7 Euro angeboten. Also wenig Leute haben versucht, wirklich unter 7 Euro zu bleiben, was ich eigentlich respektabel finde, weil das ja freiwillig war. Dann die schlechte Nachricht, kaum jemand, der weniger als 7 Euro angeboten bekommen hat, hat das Angebot angenommen. Und das finde ich auch sehr bezeichnend. Also das heißt, ich verzichte darauf, dass ich selber Dinge kriege, ja, und sorge lieber dafür, dass etwas überhaupt nicht passiert, dass halt die Welt sich überhaupt nicht ändert, bevor ich mich relational zu jemand anderen schlechter gestellt fühle. Und ich finde ehrlich gesagt diese Dinge erschreckend, ja. Und ich glaube, das Erschreckende daran ist, und das zeigt es eigentlich ganz gut, dass Gerechtigkeit den Menschen immer a priori in eine Konkurrenzsituation verortet. Das heißt also, wenn ich von Gerechtigkeit rede oder von Ungerechtigkeit, dann meine ich immer, dass ich im Konkurrenz zu einem anderen schlechter oder besser oder gleichgestellt bin. Und diese Konkurrenzsituation, die existiert ja aber faktisch nicht immer. Das ist und in unserer heutigen Zeit in ganz, ganz vielen Beispielen halt tatsächlich gar nicht mehr. Ich will ein paar plakative Beispiele sagen, in denen wir heutzutage konkurrenzlos eigentlich dastehen. Das ist natürlich als allererstes der Immaterialgütermarkt, wie man so schön sagt, im Internet. Immaterialgüter sind nicht mehr knapp und wo keine Knappheit existiert, gibt es auch keine Konkurrenz. Wir lernen erst gerade mit nicht knappen Gütern umzugehen, also mit dieser Post-Scarcity-Gesellschaft. Unsere ökonomischen Konzepte passen darauf nicht und natürlich unsere ethischen Konzepte passen darauf auch nicht. Ein Beispiel, die CC-NC-Lizenz. Ich finde das immer ganz lustig, diese ganzen Leute, die da auf Flickr ihre Bilder auf CC-Lizenz hochladen und dann aber auf NC, also auf Non-Commercial, weil sie irgendwie eine dunkle Angst in sich verspüren, dass irgendjemand, der mit irgendetwas Geld verdient, dieses Bild benehmen könnte. Und das ist ja ganz schlimm. Ne? Also wenn der da irgendwie Geld verdient.
Also es geht da nicht darum, dass irgendjemand dieses Geld, dieses Bild nimmt und dann für 3.000 Euro an die Bild-Zeitung verkauft. Das ist, glaube ich, eher selten der Fall. Sondern in 99,9% der Fälle ist es halt irgendjemand, der irgendetwas macht und dort gerade in diesem Kontext mal eben ein Bild braucht. Aber das wird dem nicht gegönnt, weil das ist ja mein Bild. Aber in Wirklichkeit, und wenn man sich das durchdenkt, gibt es in diesem Fall überhaupt keine Konkurrenzsituation, weil es ist nicht so, dass ich das Geld verdienen könnte, was der dort verdient, ja, sondern es ist einfach, dass er in dieser Situation ist, gerade Geld zu verdienen und deswegen dieses Bild gerade gut gebrauchen kann. Diese Konkurrenzsituation ist nur eingebildet. Das andere ist natürlich das übliche Datenschützer-Manko, Ding, meine Daten gehören mir, ja. Ich finde diese Diskussion zum Beispiel also innerhalb des Datenschutzes zum Tracking irgendwie ganz lustig. Ja? Es konnte mir noch niemand irgendein plausibles Bedrohungsszenario zu Tracking vorlegen. Es gibt es einfach nicht. Es ist einfach Esoterik. Ja? Das Einzige, was dann halt immer kommt, ist, aber die verdienen ja Geld damit. Ja, und so what? Ist das Geld, das du da nicht verdienst? Nein, das ist nicht das Geld, das ich nicht verdiene. Ja, könntest du das Geld denn verdienen? Nein, kann ich auch nicht. Es ist eine vorgestellte Konkurrenzsituation, in der ich mich einfach ungerecht behandelt fühle. Und dann sage ich, nee, will ich aber nicht. Und dann will ich lieber, dann verhindere ich lieber dieses Geschäftsmodell. Ja? Das ist eine ähnliche Mentalität findet man immer bei Institutionen und Open Data. Ja? Also aktuelles Beispiel, ja, diese Bahn-Geschichte. Und ich finde das ganz lustig. Also die Bahn hat immer wieder argumentiert, dass dann ja andere Leute kommen könnten und diese Daten benutzen könnten, als diejenigen, an denen sie die Daten rausgeben. Ja, das ist der Sinn von Open Data, ja. Und ja, aber was und es gibt dann tatsächlich auch gerade bei Museen, ich habe ein bisschen mit der Deutschen Digitalen Bibliothek zusammengearbeitet, es gibt da tatsächlich diese Ängste auch in den Archiven und in den Museen und so weiter und so fort, die halt Angst vor der Digitalisierung haben, weil dann könnte ja jemand ein Geschäftsmodell machen und ihre Daten dafür benutzen, ja. Das ist halt das ist eine große Angst von denen. Und dann frage ich, ja, wo ist denn das Problem? Ist dann plötzlich etwas anders für euch oder so? Nee, aber das geht ja nicht, das darf ja nicht. Ja? Also es ist halt diese ganzen eingebildeten Konkurrenzsituationen, die gar nicht existieren. Und die Dinge ganz aktiv verhindern, die verhindern, dass plötzlich neue Dinge entstehen können, die verhindern, dass neue Geschäftsmodelle entstehen können, die verhindern, dass vielleicht auch tatsächlich tolle Sachen entstehen können. Ja? Und ich habe mich gefragt, was müssen wir verändern an der Verteilungsethik? Ich habe jetzt keine fertige Verteilungsethik jetzt vorstellbar bereit, aber ich habe so ein paar Ansatzpunkte. Und eine davon ist zum Beispiel anti-egalitäre Verteilungsethik. Thomas Schramme ist so ein Philosoph, der hat sich da ein bisschen drum gekümmert. Halt einfach nicht mehr das Egalitätsprinzip in das Zentrum zu rücken, sondern zum Beispiel das Bedarfsprinzip. Ja? Dass man sagt, okay, es geht nicht darum, dass jeder gleich viel bekommt, sondern dass jeder so viel bekommt, wie er braucht. Dann halt so ein bisschen mehr Bewusstsein gegenüber den tatsächlichen Konkurrenzsituationen, in denen wir uns vermeintlich wähnen, dass wir die ein bisschen hinterfragen. Bin ich hier wirklich in einer Konkurrenzsituation? Ist das, was X bekommt, wirklich das, was ich weniger bekomme? Ist das wirklich so? Ja? Das ist in dem Tortenbeispiel so, aber das ist eigentlich in der realen Welt nicht so oft der Fall. Natürlich gegen das Leistungsprinzip, da werde ich aber nochmal gesondert drauf eingehen. Und ja, das Bedarfsprinzip sollte weiter ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt werden. Ja, im Grunde genommen so ein Access for All-Ding, no one's left behind. Und das wäre sozusagen eine Haltung oder ein Ziel, anstrebbares Ziel für eine Ethik, die dann auch viel, viel besser zum bedingungslosen Grundeinkommen passen würde. Gut, kommen wir zum Punkt 2. Das Leistungsprinzip, nochmal gesondert herausgenommen, weil tatsächlich ist das ja auch eins der ganz, ganz wesentlichen Dinge, an denen sich diese Tuponada-Debatte abgearbeitet hat, nämlich halt dieses geh doch arbeiten oder ich geh doch auch arbeiten und du, ich habe nicht von dir geredet.
Du kannst das ja gleich nochmal machen, aber es gab unterschiedliche Argumente und deswegen habe ich jetzt, ich picke mir jetzt gerade ein paar raus. Ja? Okay. Und aber das, was man sehr, sehr häufig gehört hat, war übrigens nicht von Julia Seliger. Geh doch arbeiten und so weiter. Ne? Und man kennt diese Argumentation und man kann sich das sehr, sehr gut vorstellen, wie das irgendwie funktionieren wird mit einem Grundeinkommen. Wenn wir alle ein Grundeinkommen haben, dann werden halt ein paar von uns wahrscheinlich weniger arbeiten, ein paar Leute werden mehr arbeiten und werden vielleicht dann trotzdem das Gleiche bekommen. Und das wird dann für viele Leute verdammt ungerecht sich anfühlen. Ja? Das heißt also, dieses Leistungsprinzip gehört auch zu den tiefsten, innerlichsten Dingen, die wir verinnerlicht haben, was so Gerechtigkeit angeht. Und ja, da kommen wir zu Max Weber. Max Weber hat dieses berühmte Buch geschrieben über die protestantische Ethik und den Geisteskapitalismus und hat diesen Bezug zwischen Ethik und Kapitalismus ganz gut zusammengebracht. Das heißt also, diese ganzen protestantischen Vordenker wie Calvin oder Zwingli oder wie auch immer, wie die alle hießen, die haben schon mit einer bestimmten Ethik und einer bestimmten Arbeitsethik dafür gesorgt, dass tatsächlich auch der Kapitalismus sich in bestimmten Regionen besser voran ausbreiten konnte als in anderen, interessanterweise den katholischen. Ja, und diese protestantische Arbeitsethik, die steckt uns allen auch noch irgendwie in den Knochen, die ist extrem präsent noch weiterhin und wird ja auch immer reaktualisiert vom Kapitalismus selbst. Aber nicht nur vom Kapitalismus, dieser Herr hier, Josef Stalin, den kennen wir auch alle, dem wird zumindest das Zitat zugeschrieben, wer nicht arbeitet, soll auch nicht fressen. Also es ist halt kein exklusiv kapitalistisches Ding. Ja, Müntefering, Stalin ist ja, also nein. Mao? Paulus? Ich habe das von Stalin gehört, dass es ihm zugeschrieben wird. So war das. Ja, also Paulus, Müntefering, Stalin, halt diese ganze Mischpoke da, ja? Genau. Naja, zumindest lässt sich das bis heute sozusagen weiter fortführen. Also das Stalinsche, wenn ich Arbeit soll nicht fressen, hat in die Hartz-IV-Reform geführt und der Geist des Kapitalismus endet in Arbeit, muss sich wieder lohnen, der FDP. Und insofern hat sich halt tatsächlich dort relativ wenig getan. Also es ist auch nochmal Zeit, diese Arbeitsethik ein bisschen anzuschauen. Ich habe das jetzt mal ganz stümperhaft zusammengestellt, was die bisherige Arbeitsethik meiner Ansicht nach so umfasst. Das ist halt hier Arbeit, desto gut. Ja? Also viel arbeiten, je länger man arbeitet, desto mehr man arbeitet, desto besser ist es. Also ist das sehr gesellschaftlich hoch angesehen, viel zu arbeiten. Fleiß natürlich als die zentrale Tugend bei dieser ganzen Geschichte. Hände schmutzig machen, also tatsächlich diese ganze Hands-on-Mentalität, jemand, der sich die Hände schmutzig macht, wird immer noch gesellschaftlich in einer bestimmten Hinsicht irgendwie besser angesehen. Also die ehrliche Arbeit, sag ich mal. Ja. Und dann natürlich auch eine gewisse Leidensbereitschaft, die auch relativ klar aus der christlichen Tradition herausleitbar ist, glaube ich, aus der protestantischen. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das an seine Grenzen stößt in unserer heutigen modernen Welt. Und dabei brauche ich jetzt nicht mal von einer Vision der Postarbeitsgesellschaft anzufangen. Also ich glaube, dass sie auch von vielen hier geteilt wird, aber so weit braucht man gar nicht gehen. Es gibt auch gute Argumente dagegen übrigens. Aber was auf jeden Fall nicht leugnbar ist, ist, dass der Trend hin zur Automatisierung und Produktivitätssteigerung jenseits von Leistungssteigerung des Einzelnen geht. Wir haben tatsächlich diesen Trend, dass eigentlich Produktivität völlig entkoppelt ist von der Leistungsbereitschaft des Einzelnen. Also wenn ein Einzelner wirklich zupackt und richtig ranarbeitet, dann kann er seine Leistung sicherlich steigern, so um 20% oder so. Und dann ist er auch richtig kaputt. Aber im Endeffekt kommt dann halt irgendwann ein Programmierer oder Erfinder oder Prozessoptimierer und steigert die Produktivität dann ums Tausendfache. Ja? Das ist eigentlich die Welt, in der wir leben. Und mit diesen Dingen müssen wir uns eigentlich konfrontieren. Wenn wir diese Dinge beziehen auf die bisherige Arbeitsethik, dann sieht die ganz schön alt aus.
Und ja, das hat schon hier Richard Buckminster Fuller, hat das schon in den 70er Jahren, hat das schön beschrieben. We must do away with the absolutely specious notion that everybody has to earn a living. It's a fact today that 1 in 10,000 of us can make a technological breakthrough capable of supporting all the rest. Das heißt, diese ganze Idee, dass der dass sozusagen die Produktivität an dem Einzelnen hängt, ist eigentlich schon seit den 70er Jahren eine überholte. Und wenn wir uns dann sozusagen überlegen, welche Arbeitsethik wir brauchen, dann sollten wir zum Beispiel solche Sachen wie Effizienz viel, viel höher schätzen als Fleiß. Und Effizienz muss man auch nicht unbedingt mit Arbeit selbst machen, sondern die kann man ja auch irgendwie anders herstellen. Faulheit kann durchaus ein Antrieb sein. Faulheit kann durchaus ein Antrieb sein. Faulheit muss nicht unbedingt schlecht sein. Das ist hier der Hall, oder wie er heißt? Ja, Larry Wall, genau. Ich habe meine Notizen hier, die wurden hier nicht mit reingedingst. Jedenfalls, der hat geschrieben, Faulheit, Ungeduld und Hybris wären die Idealtugenden des Programmierers. Und ich glaube, das ist eine ganz gute, das ist ganz gut herleitbar tatsächlich, weil jemand, der faul ist, sucht nach einem Weg, unnötige Arbeitsschritte zu vermeiden. Und unnötige Arbeitsschritte zu vermeiden führt zu Effizienz. Das heißt also, Faulheit und Effizienz gibt es einen direkten Zusammenhang, zumindest wenn man Programmierer dran hängt. Und wir hängen immer mehr überall Programmierer dran. Das heißt also mit anderen Worten, diese ganze Idee mit Fleiß ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee, wenn derjenige mit dem Schraubenzieher ganz fleißig hin und her rennt, sondern vielleicht sollten wir auch einfach eine Assembly Line dahin stellen. Das ist dann vielleicht besser. Und das Ziel von Arbeit sollte meiner Meinung nach sein, nicht irgendwie Lebenserfüllung und Mittelpunkt und Identitätsstiftung und sowas, sondern das Ziel von Arbeit sollte die Vernichtung von Arbeit sein. Also das wirkliche, endgültige Lösen von einem Problem. Und zwar eben nicht, dass ich irgendwie sage, ich habe jetzt jede Woche Kehrwoche, sondern ich baue einen Algorithmus, der jede Woche das Treppenhaus kehrt. Ja? Das sollte das Ziel von Arbeit sein. Und darum sollte sich eine Arbeitsethik, eine moderne, kümmern. Tja, und jetzt kommen wir zum allgemeinen Teil, wie versprochen. Ich bin jetzt ganz schön durchgehechelt, glaube ich, aber gut. Ist die Uhr nicht im Kopf. Jetzt wollte ich nochmal allgemein darüber reden, weil ich habe jetzt zwei Ethiken sozusagen mal vorgestellt oder beziehungsweise zwei Kritiken an Ethiken vorgestellt und jetzt wollte ich sozusagen diese Methode einmal abstrahieren und überlegen, wie können wir uns überhaupt mal eine Ethik basteln. Also überhaupt, was für einen Zugang wir zu Ethik haben. Also ich habe zum Beispiel jetzt einen Zugang zu Ethik, glaube ich, vorgestellt, der ein bisschen flapsig rüberkommt, der so ein bisschen von dem sich unterscheidet, wie Ethik normalerweise behandelt wird, als so eine ewig feststehende Wahrheit, die wir sozusagen über die Jahrtausende uns entwickelt haben und uns Knechtschaft dran halten müssen, sondern eher so einen pragmatischen Zugang dazu. Also das heißt, welche Probleme haben wir auf der Welt und mit welchen ethischen Mitteln können wir sie am besten bearbeiten? Das heißt also, dass wir die Veränderungen in der Welt antizipieren müssen, dass wir Trends aufgreifen müssen und schauen müssen, wo geht die Reise hin und dann eben kritisch mit den Werten, die wir bisher haben, diese Trends darauf beziehen und dann gucken, wo sind die Probleme, wo hakt es und so weiter und so fort und im Zweifel, das muss man ja nicht immer machen, aber im Zweifel, dass man diese Werte, die bisher als unumstößlich Wissendes gilt, einfach mal hinterfragt und guckt, ob die überhaupt noch passen und ob die noch irgendwie zusammen, ob das irgendwie zusammengeht. Und das nächste Schritt wäre dann zu sehen, in diesen Entwicklungen, die wir hier betrachten, welche emanzipativen neuen Möglichkeiten stecken dann da drin und die weiter zu spinnen und welche und dann sich zu überlegen, welche Ethik würde denn dazu passen oder käme diesen emanzipativen Möglichkeiten, die in den Veränderungen stecken, drin. Das heißt also, Veränderungen erst einmal wertfrei bis positiv zu betrachten und tatsächlich lieber die Werte zu hinterfragen als die Veränderung. Also es ist sozusagen die entgegengesetzte Position zum Kulturpessimismus, der eben sagt so, oh Gott, diese Veränderung, sie macht unsere Werte kaputt, zu sagen so, geil, Veränderung, lass uns unsere Werte kaputt machen. Ja, das ist so eine Art, ich nenne es jetzt einfach mal Zukunftsopportunismus, den ich da sozusagen pflege.
Und ich glaube, dass der eine ganz gute Sache ist, um solche Ethiken zu entwerfen. Ja, Umwertung aller Werte, da sind wir bei Nietzsche. Nietzsche hat selber ähnliche Dinge gemacht. Er hat sie nicht ganz so pragmatisch gesehen, sondern hat sie auch eher so absolut gemeint. Aber im Endeffekt hat er ein paar ganz gute Dinge zu Ethik und Moral geschrieben. Unter anderem hat er den Begriff Sklavenmoral erfunden. Sklavenmoral ist für ihn die Moral der, ja, sag ich mal, niederen Schichten oder der nicht so Gewinner im Leben, die sich viel, viel stärker an moralischen Normen orientieren als die, denen es besser geht. Und deswegen nennt er sie Sklavenmoral. Aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil diese Moral dazu bringt, dass diese unteren Schichten auch unten bleiben. Das heißt also, wir sehen das zum Beispiel bei mal rückbezogen auf den Ponada, es kriegt jemand plötzlich außerplanmäßig Ressourcen zugesteckt, dann kloppen alle anderen so lange drauf, bis er wieder unten ist. Ja? So funktioniert diese Ethik, die unteren unten hält und dafür sorgt, dass sich das System nicht verändert. Demgegenüber steht eher die Herrenmoral. Ich finde diesen Begriff auch ekelhaft. Also statt gut und böse, das wäre die Sklavenmoral, macht die Herrenmoral gut und schlecht. Den möchte ich gerne streichen. Ich möchte dem gegenüberstellen nicht die Herrenmoral, sondern ich möchte dem entgegenstellen die die emanzipative Moral. Ja? Ja. Oh, sorry, ja. Emanzipative. Emanzipative Moral. Ich hab die Folie eben gerade nochmal geändert, deswegen, hey. Ich muss das B nochmal reintun. Was könnte diese emanzipative Moral sein? Also ein Entwurf einer Ethik jenseits der Sklavenmoral. Emanzipative Ethik belohnt den Unpassenden, also dort, wo Veränderung stattfindet, dort, wo jemand heraussticht. Das sollte eigentlich eher belohnt werden, als dass man irgendwie draufkloppt. Emanzipative Ethik freut sich über den Fortschritt und antizipiert ihn. Emanzipative Ethik orientiert sich nach oben und nicht nach unten. Und emanzipative Ethik will die Zustände verändern und nicht verästigen. Und emanzipative Ethik ist anstößig, zumindest nach der heutigen Ethik. So, und das war's. Danke. Sag doch mal was. Ich finde es gut, danke MS Pro. Ich finde es interessant, dass du auch über die Sklavenmoral redest, denn ich hatte mir nämlich auch überlegt, dass meine nächste Analyse zur Piratenpartei, weil mir ja gar nichts mehr einfiel, weil ja alles schon geschrieben war, dann mit der Sklaventhese gemacht wird. Und zwar hat das, glaube ich, schon ein bisschen damit zu tun, aber ich glaube nämlich, ich schreibe nämlich solche Sachen nicht, um die Piratenpartei zu ärgern, sondern weil ich glaube, dass die Piratenpartei durchaus eine sinnvolle Rolle in der Gesellschaft erfüllen könnte. Und zwar glaube ich, dass mit dieser Sklavendenkweise auch was gedacht sein kann, nämlich dass man sich extrem stark so auf sich selbst guckt, dass man guckt, wie man selber getwittert hat, wie man selber gefacebookt hat, und das geht ja nicht nur Leuten, die in der Piratenpartei sind und den ganzen Tag auf dem Browser gucken so, sondern das geht ja ganz vielen Leuten so, die im Internet sind und sichtbar eben ihre Eigenkommunikation wiedersehen, und ich wollte das so ein bisschen auf die Sklavenmoral beziehen, also dass man so sehr in sich selbst gefangen ist. Verstehst du? Nee. Also dass man mit dem Sklavenbegriff, okay, also erstens wollte ich den Sklavenbegriff schon nutzen, um über die Piratenpartei zu schreiben als Partei des digitalen Prekariats, wo man vielleicht schon gewisse Anknüpfungspunkte haben könnte, zum Beispiel,
File-Sharing ist ein Fakt, aber warum setzen sich gerade die Piraten so sehr für File-Sharing auch ein? Weil sie es auch gerne selber machen wollen, weil sie keine Kohle haben. Die anderen gehen alle und kaufen sich was. Platte These. So. Aber trotzdem kann man ja mal drüber nachdenken. Das Zweite ist es wirklich, also ich weiß, dass nicht alle Leute mit mir einig sind, aber ich halte schon einige Vertreter der Piratenpartei für sehr arg selbstfixiert und würde aber sagen, als Ausweg, um das zu diskutieren, könnte man ja sagen, ja gut, vielleicht ist das irgendwie ein Ausdruck der Zeit oder ein Ausdruck der, wie es im Internet eben stattfindet, wenn man eben seine Fotos von sich den ganzen Tag vor sich sieht, so, ja, sag ich mal so. Warum lachst du da? Dann versuche bitte dann philosophische Antwort drauf zu geben, die jetzt diesen Kulturpessimismus in den Orkus stößt. Aber nicht lachen, sonst haue ich dir eine rein. Rote Karte. So, gut. Außer. Dass die Produktivität sicherlich bei allen möglichen Stellen steigt, ist offensichtlich. Also gerade wenn man über Produktentwicklung sich anguckt, wenn man sich Produktion anguckt, dann stimmt das. Aber es stimmt nicht in allen Bereichen. Wenn du dir beispielsweise anguckst, was in Care Work passiert, wo du halt beispielsweise Krankenschwestern hast oder Leute, die beispielsweise in Altenheimen arbeiten, das wird nicht effizienter dadurch. Das ist einfach nur Arbeit, die Menschen machen müssen. Und da hast du eben nicht diese Produktivitätsgewinne, auf die du anspielst. Du sagst, ja hier, ich habe ein neues Tool und ich entwickle eine neue Care-Maschine. Ich glaube nicht, dass du verargumentieren möchtest, dass wir jetzt halt irgendeine Maschine bauen, mit denen halt irgendwie so eine Art Advanced Care-Cher mit einem Roboter, der einmal im Krankenhaus durchgeht, alle einmal abkärchert und sauber macht. Das ist ja nicht, wie wir miteinander umgehen wollen, offensichtlich. Wie willst du denn damit umgehen, dass du halt bestimmte Bereiche hast, wo du eben diese Produktivitätsgewinne nicht hast? Also da bist du echt sehr, sehr schlecht informiert. Es gibt tatsächlich Pflegeroboter, die entwickelt werden, die... und das ist halt genau der Unterschied. Ich habe eben nicht gesagt, dass alle Arbeit einfach wegrationalisiert wird oder durch Roboter entsetzt wird. Das ist ja nicht der Fall. Ich habe gesagt, Produktivitätssteigerung. Ja, eine Krankenschwester hat eine bestimmte Produktivität. Eine Krankenschwester mit einem Wenderoboter, der die Leute wendet, ja, hat eine viel, viel höhere Produktivität. Das ist das, was passiert. Es ist nicht so, dass halt auf einen Schlag plötzlich alle arbeitslos werden, sondern es ist die Produktivität des Einzelnen wird durch die Technologie erhöht. Und auch dort, ja, da sehe ich wirklich keine Ausnahmen. Ja, also, sorry Julia fürs Lachen, das war daneben. Stimmt schon. Ich sehe es ein, also, aber okay. Was soll ich denn sagen? Du hast den Begriff der Herrenmoral, was ich dir auch zustimme, gesagt, dass der abzulehnen ist. Aber also halt als schon aus begrifflichen Gründen. Würde ich aber fragen, warum du den Begriff der Sklavenmoral weiterverwendest, weil das ja halt irgendwie ja gehört irgendwie zusammen und also man kann Herrenmoral nicht als Begriff ablehnen und dann Sklavenmoral weiterführen, weil das ja gerade auch dasselbe Prinzip ist, dann halt die Sklavenmoral als was Schlechtes darzustellen und halt die Sklaven, die nicht fähig sind, eine vernünftige Moral aufzustellen. Das war ja nicht Nietzsches Analyse, dass die keine vernünftige Moral hätten, sondern er hat ja gesagt, dass die Moral, die sie haben, absolut systemkonform ist, ja, und dass sie dafür sorgt. Lass mich das begründen, ich habe da schon eine Antwort drauf. Also ich glaube ganz einfach, dass Nietzsche dort eine Opposition aufgemacht hat, die durchaus ihre Gültigkeit hat an einer gewissen Hinsicht, aber diese Opposition, die er aufmacht, hat einen gewissen schmierigen Touch, den ich ablehne. Ich glaube aber, dass das Oppositionspaar Sklavenmoral, emanzipative Moral
durchaus genauso gut funktioniert wie das Oppositionspaar Sklavenmoral und Herrenmoral. Und bei der Analyse der Sklavenmoral durchaus einsetzen kann, die ich durchaus noch teile und die ich auch durchaus sinnvoll finde. Aber ich würde sie ganz gerne eben kontrastieren, nicht mit einer Herrenmoral, sondern mit einer emanzipativen Moral, sodass sozusagen diese Analyse, die Nietzsche gemacht hat, produktiv wird, ja, für eine emanzipative Veränderung. Und ich glaube, das kann man natürlich anders sehen, aber ich finde das durchaus legitim. Also ich meinte nur, also ja, du hast schon recht, dass schlechte Moral der falsche Begriff ist oder keine vernünftige Moral, aber zumindest impliziert eben mit der Systemkonformität, dass sie nicht wirklich in der Lage wären, eine eigene Moral zu entwickeln. Das ist ihre eigene Moral. Ich möchte ein bisschen darauf eingehen, was du zum BGE gesagt hast, weil du da auch gesagt hast, es wäre, da müssten wir, also du hast das BGE und dann hast du gesagt, das müssten wir ein bisschen vom Leistungsprinzip weg, vom ein bisschen auch das Bedarfsprinzip nicht mehr so in den Mittelpunkt stellen. Das sollten wir in den Mittelpunkt stellen, das habe ich gesagt. Ja, genau, Entschuldigung. Ich sehe es ein bisschen anders, weil eigentlich mache ich, wenn ich ein BGE einführe, führe ich einen anderen Nullpunkt ein. Der Nullpunkt ist heute bei Null. Jemand bekommt gar nichts, wenn er keine Leistung bringt. In Anführungsstrichen sage ich das jetzt mal. Wir könnten uns jetzt natürlich lange darüber unterhalten, was Leistung ist. Wenn ich jetzt aber den Nullpunkt woanders hinsetze, das heißt, ich setze mal einmal das Bedarfsprinzip ganz klar in den Vordergrund und komme von dem heutigen System weg, dass ja jemand, wenn er dann diese Leistung bringt, die ihn zumindest zu diesem, zumindest so viel Geld zur Verfügung stellt oder so viel Material zur Verfügung stellt, dass er leben kann, dann wird ihm ja auch wieder das, was in der derzeitigen Gesellschaft ihm zumindest auch gegeben wird, wieder weggenommen. Das heißt, er hat überhaupt bis zu einem bestimmten Punkt überhaupt keine Möglichkeit, selbst wenn er Leistung bringt, seinen Lebensstandard dadurch zu erhöhen. Von daher sehe ich eigentlich eher, dass wenn man das BGE einführt, man gerade wieder zu dem Leistungsprinzip kommt. Nur, dass man den Nullpunkt verschoben hat. Das heißt, jemand, der eben sagt, ist okay, ich komme mit dem Betrag X, jetzt wollen wir uns auch nicht über einen Betrag streiten von dem BGE, aus, ist okay. Aber jeder, der dann zu noch Geld erarbeitet, sage ich jetzt mal, der noch irgendwie eine Tätigkeit nachgeht, für die er Geld bekommt, bekommt das ja obendrauf. Das heißt, die Leistung würde schon wieder, und das sehe ich eben ganz anders, würde wieder bei den unteren Schichten ankommen, wo sie heute weg ist. Die Leute in prekären Arbeitssituationen haben nichts davon, wenn sie mehr Leistung bringen, weil dann kriegen sie nicht mehr davon. Von daher ist es da schon ziemlich pervertiert. Und ich habe auch eigentlich so ein bisschen das Gefühl, dass bei 98%, man könnte sich jetzt über die Steigung vielleicht noch streiten, das mit dem Leistungsprinzip hier in der Gesellschaft halbwegs gut funktioniert. Problematisch wird es bei den oberen 2%, wo ich überhaupt nicht mehr sehe, dass die irgendeine Leistung bringen für das Geld, was sie verdienen. Ich finde es auch immer ziemlich schlimm, wenn auf die oberen 10% eingehauen wird. Hast du jetzt nicht gemacht, das wollte ich jetzt nur zur Erklärung geben. Wenn man schon nach dem Bösen sucht, liegen die bei den oberen 2%. Und auch das, was du gesagt hast, diese Effizienzsteigerung oder die Effizienz, die kommt, die ja durch das Motiv Faulheit, also wo das Motiv Faulheit ja auch zum Teil hintersteckt, ist ja auch wieder eine Frage. Das kann ich ja ganz klar, dann kann ich auch ganz klar das Wort Effizienzsteigerung nehmen. Und dann ist es ja auch wieder eine Leistung, die jemand bringt, wenn er irgendetwas macht, dass er eine höhere Effizienz hat. Das ist ja auch wieder genau dasselbe. Es ist ja im Prinzip auch wieder eine Leistung, die er bringt. Du meinst also, wenn irgendwie du das neue Tabellenkalkulationsprogramm irgendwie auf deinem Arbeitsrechner installiert bekommst, dann schreibst du die Leistungssteigerung, die dadurch erzielt wird, dir selber zu? Das finde ich interessant. Nein, dem Programmierer, der dieses Programm geschrieben hat. Genau, eben. Und das ist der Punkt. Also das heißt, die persönliche Leistungsbereitschaft des Einzelnen in seinem Berufsfeld spielt tatsächlich keine Rolle mehr, sondern tatsächlich ein externer Programmierer, der eben dein Programm verbessert hat. Also es ist ein bisschen schwierig, das Leistungsprinzip noch wirklich irgendwie glaubhaft zu verteidigen. Nee, ich werde nicht mehr Lohn bekommen dafür, dass ich jetzt doppelt so schnell arbeiten kann. Also das heißt, ich habe ja nicht mehr Leistung. Olaf, bitte jetzt irgendwie nicht, hier will Zwiegespräch machen, das könnt ihr später auf dem Flur machen, danke. Okay, der Nächste. Ja,
Ich finde die Analyse gut, aber ich finde sie also in Bezug auf die Arbeitsethik nur halb. Ich will nochmal auf die Pflege zurückkommen. Die kann man natürlich effizienter machen durch Pflegeroboter, aber dadurch wird sie nicht besser, sondern schlechter. In Bezug auf, weil es bei bestimmten Tätigkeiten, sage ich mal, ist die Frage, ob man das Arbeit nennen muss, eben nicht nur auf die Effizienz ankommt, sondern auf so Sachen wie Beziehungen, macht mir das Spaß und so weiter. Also ich würde bestreiten, dass die Zukunft der Arbeit darin liegt, mehr Effizienz anzustreben. Das ist ein Teil, die eine Hälfte. Die andere Hälfte würde ich mal als Gegenthese machen, ist, dass Arbeit dahin entwickelt werden muss, dass sie Spaß macht. Und also Freude bereitet beim Machen. Und das kann mit der Effizienz konträr gehen. Also wenn man Arbeit immer mehr effizienter macht, macht sie immer weniger Spaß. Da gibt es viele, also gerade die Krankenschwestern sind dafür ein gutes Beispiel, weil die Verroboterisierung oder effizienzsteigernden Maßnahmen in Krankenhäusern haben ja schon stattgefunden. Und das führt zu einer viel geringeren Arbeitszufriedenheit der Leute, die da arbeiten. Und das halte ich für ein Problem. Also ich finde, es gibt Bereiche wie Software oder Maschinen bauen oder tralala, wo Effizienzsteigerung der richtigere Weg ist, und es gibt Tätigkeiten und Arbeitsfelder, wo es der falsche Weg ist. Ja, ganz kurz, ich würde sagen, das ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist einerseits, glaube ich, eben nicht, dass zum Beispiel ein Pflegeroboter dazu führen wird, dass die Leute zum Beispiel in der Pflege weniger menschlichen Kontakt haben müssen. Das kann im Gegenteil dazu führen, dass es mehr menschlicher Kontakt sein muss, weil die gleichen Krankenschwester, die vorher keine Zeit hatten, sich mit dir zu unterhalten, weil sie sich die ganze Zeit wenden mussten, ja, und dann auch vielleicht auch nachdem sie dich gewendet hatten, keinen Bock mehr hatten, mit dir zu reden. Das heißt also, ich glaube, das schließt sich nicht aus, da sehe ich überhaupt gar keinen Widerspruch drin. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, du hast zwar recht, dass halt bestimmte Effizienzsteigerungsmaßnahmen definitiv zur Arbeitsqualitätsverringerung da sein müssen. Aber wenn du dir überlegst, wie die Arbeit eines Buchhalters beispielsweise ausgesehen hat vor 50 Jahren, dann hat er halt irgendwie den ganzen Tag nur Akten hin und her geschleppt. Und das macht er heutzutage alles an seinem PC. Der wird sagen, nee, mein Beruf hat sich durch die Automatisierung oder durch die Technologisierung extrem verbessert. Und Akten schleppen will eigentlich heutzutage keiner mehr. Das heißt, da ist es so ein ambivalentes Ding. Ich glaube insgesamt, dass man das nicht wirklich sagen kann, wie die Arbeitsqualität durch Effizienzsteigerung sich verändert. Mal positiv, mal negativ. Aber ich finde insgesamt das schon eine erstrebenswerte Größe. Man kann es ja einfach als Kriterium mit einbeziehen. Also, ja. Also neben der Effizienzsteigerung auch die Arbeitsqualität. Das, ja, stimmt, das ist sicherlich auch sehr wichtig. Erstmal zu etwas, was vorhin gesagt wurde. Ich würde mich dagegen verwehren wollen, dass die Piratenpartei die Partei des digitalen Prekariats ist. Letzteres halte ich für eine Diskriminierung, und ich bin nach wie vor ein analoges Wesen, was die digitale Welt bevölkert. Zu Michael. Ich fand das ganz großartig und wollte auch mal fragen in die Richtung, diese Idee der Belohnung des Andersseins, was du am Schluss gebracht hast, das stimmt total überein mit dem radikalen Konstruktivismus. Da gibt es dieses unfassbar gute Beispiel von Heinz von Förster, der schildert, wie eine US-Soldatentruppe nach Guatemala abziehen soll, im Gleichschrittmarsch. Und die Köpfe fliegen alle nach rechts und im Gleichschrittmarsch. Und einer schert aus und sagt, ey Sergeant, erklär mal, was geht hier eigentlich ab? Die ersten, das war Signalübertragung. Bei dem letzten, der ausgeschert ist, beobachten wir das Entstehen von Informationen. Und das Anderssein, im Prinzip die Welt reflektieren, zurückspiegeln auf eine gewisse Art und Weise, erzeugt ja immer neue Informationen. Das ist die eigentliche menschliche Aufgabe, das Herstellen und Verbreiten von Informationen. Den Rest sollten wir den Maschinen überlassen. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ganz genau, das sehe ich nämlich auch so. Also den Satz habe ich jetzt gar nicht gesagt, der sollte eigentlich irgendwo fallen. Ich glaube, dass wir tatsächlich alles, was automatisierbar ist, wird automatisiert werden, früher oder später. Ja? Und jeder Arbeitsschritt, ja, also jetzt nicht unbedingt auf einen Job bezogen, sondern tatsächlich auf jeden Arbeitsschritt bezogen. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Sache, weil tatsächlich leicht reproduzierbare Arbeitsschritte sind nicht Dinge, die einem auch Zufriedenheit geben. Ja? Wenn man immer wieder das Gleiche macht und so weiter und so fort, das ist etwas, gerade diese Arbeit ist nicht besonders toll. Und wenn wir die automatisiert kriegen, dann tun wir jedem einen Gefallen. Und du hast genau recht, ja, also im Grunde genommen, wir sind Wesen, die Informationen produzieren sollten. Und wenn unsere Zukunft irgendwo liegt, dann definitiv in der Kreativität. Das ist das, wo uns die Maschinen zumindest als letztes einholen werden.
So, wer war als nächstes? Okay, dann mache ich das. Ich wollte mal so ein bisschen fragen, was deine Handlungsmaxime irgendwie ist. Also das fühlt sich für mich gerade alles so ein bisschen nach Effizienzsteigerung, Produktivitätssteigerung an. So, kannst du das irgendwie so ein bisschen konkretisieren, was genau du dir irgendwie so als, weiß nicht, so die ethische Handlungsmaxime vorstellst, die du irgendwie haben willst in so einer Gesellschaft? Du meinst ja sowas wie den kategorischen Imperativ oder was? Irgendwas, wo die Gesellschaft als solche hinstrebt, sollte. Ich bin jetzt nicht fertig. Ich habe jetzt tatsächlich nicht wirklich die. Ich habe jetzt wirklich nicht die fertige Ethik jetzt hier vorgestellt. Das habe ich ganz bewusst nicht gemacht. Das habe ich bewusst deswegen nicht gemacht, weil ich sie nicht geschrieben habe. Das habe ich nicht geschrieben, weil ich sehr faul bin. Das heißt also, das ist vielleicht so meine Handlungsmaxime ist rumliegen. Ich würde sagen, wenn, ich glaube schon, dass ich eine gewisse ethische Handlungsmaxime habe, dass ich mit allem, was ich tue, das Gefühl haben muss, die Welt besser zu machen. Zumindest nicht schlechter. Rumliegen? Rumliegen ist zumindest nicht schlechter machen, ja. Und, also das ist jetzt meine persönliche Handlungsmaxime. Genau, aber auch Sauerstoff gehört zu einem nicht knappen Gut und deswegen, naja. Ich habe den Eindruck, dass die Sklavenmoral, die hier so ein bisschen abgewertet ist, nicht richtig zur Geltung kommt. Weil jede Moral hat einen Bezug zur Realität. Und ich sag mal, Ende des 19. Jahrhunderts gab es eine sehr spezielle Realität. Und zwar auf der einen Seite entrechtete und vor allen Dingen machtlose breite Massen, die, ich sag mal, eine Moral hatten, die, ich sag mal, auch auf dieser Machtlosigkeit beruht hat, die aber auch auf Menschlichkeit und Solidarität untereinander beruht hat. Und das ist eigentlich ein Punkt, den ich sehr positiv finde. Gleichzeitig hat man, weil die Lebenswirklichkeit ja eigentlich die war, dass Arbeit, körperliche Arbeit ganz wichtig war und damit auch ihre Herren finanziert hat, deshalb war es wichtig, dass alle angepackt haben. Das ist heute nicht mehr so. Aber Solidarität und Menschlichkeit ist doch eigentlich was Gutes. Und die andere Geschichte, diese Herrenmoral, kann man doch auch nur als rücksichtslosen Egoismus betrachten. Das hat Nietzsche nie so gesagt, aber es ist de facto so gewesen. Und wenn die Maschinen heute, was ich sehr begrüße, die Menschen arbeitslos machen, ist gerade eine Solidarität und eine Menschlichkeit umso wichtiger. Danke. Ja, also ich würde auch tatsächlich vorsichtig sein, Nietzsches Kritik an der Sklavenmoral vollumfänglich zu unterschreiben. Mir ging es tatsächlich um die machttheoretische Analyse, die eben dazu führt, die Sklaven auf ihr, oder sagen wir mal die unteren Schichten auf ihrem Niveau zu halten, dass halt tatsächlich bestimmte ethische Werte dazu führen, sich zu normalisieren und eben nicht zu emanzipieren. Also dass eine bestimmte Moral auch Emanzipation im Weg steht. Tatsächlich können wir zum Beispiel historisch her beobachten, dass die Solidarität durchaus eine emanzipative Moral war, denn sie hat tatsächlich dazu geführt, die Arbeiterbewegung zur Arbeiterbewegung und zu wesentlichen Verbesserungen in der Welt. Allerdings kann man das natürlich auch wieder kritisch sehen und es wurde auch kritisch gesehen, das heißt also die Arbeiter haben halt nur irgendwie ihr Gefängnis schöner gemacht und im Endeffekt hat sich nichts geändert. Aber das sind jetzt Detaildiskussionen, die auch ein bisschen historisch sind, da können wir uns jetzt drüber streiten oder nicht, aber mir ging es halt tatsächlich nur um diese Analysepunkt. Ja. Ich wollte kurz schon länger darauf eingehen, dass wir uns vielleicht von diesem Effizienzbegriff ein bisschen wegbewegen sollten, weil Effizienz ein bisschen impliziert, dass es alles immer nur schneller und strukturierter und whatever gehen muss. Wenn man andere Indikatoren für Erfolg festlegt,
zu denen vielleicht auch geringere Arbeitszeit für einen Arbeitsschritt, aber auch andere Dinge, zum Beispiel Zufriedenheit des Mitarbeiters, Zufriedenheit des Kunden, was auch immer, mag ja auch der Kranke, der Patient sein, der Kunde ist, und viele, viele andere Begriffe, Indikatoren mit in diese Effizienzmatrix nimmt, dann kommt man vielleicht von einem Begriff weg, der nicht mehr Effizienz heißt, aber vielmehr zu dem, was man eigentlich möchte, nämlich eine Steigerung, eine Verbesserung der Arbeitswelt auf verschiedenen Leveln, die unter anderem in schnellerer Arbeit getan, aber auch eben in besserer Zufriedenheit aller münden kann. Und ich glaube, das ist, wenn wir uns früher von diesem Begriff der Effizienz verabschiedet hätten, hätte uns das vielleicht, oder zumindest die Ausdefinition des Begriffs hätte nicht geschadet. So. Also ich finde Effizienz immer noch als wesentliche Größe bei dieser ganzen Geschichte. Aber das kann man natürlich anders sehen. Aber also ich finde das, was du angesprochen hast, auch wichtig. Aber im Endeffekt halte ich es für die emanzipativste Geschichte, wenn wir mit möglichst wenig Arbeitseinsatz möglichst viel schaffen. Und das ist halt einfach Effizienz, Punkt. Also das kannst du jetzt irgendwie Blumenkuchen nennen oder so, aber es heißt schon Effizienz. So, Mareike? Ja, also ich würde dem zustimmen, dass wir schauen müssen, wie Effizienz verstanden wird und dass es gerade in der Pflege eher in die Richtung gehen soll, dass die Pflegekräfte zufriedener sind mit ihrer Arbeit und mehr Zeit für die Patienten haben, für den menschlichen Kontakt. Und da gibt es schon ziemlich viele Möglichkeiten. Also wenn man jetzt irgendwie die standardorthopädische Bettenstation vergleicht mit der Kardiointensiv in Mainz, dann hat man eben auf der Kardiointensiv Software, viel bessere Arbeitsteilung, man hat ganz viele kleine Tools, das ist irgendwie schon bei dem, wie man Patienten Zähne putzt, irgendwie angefangen, die kosten dann halt 10-mal so viel, ja, aber sie werden dort benutzt, weil intensiv kann ganz viel Geld rausschmeißen. Was wollte ich noch sagen? Ja genau, also da ist auch ein ganz großer Punkt die Arbeitsteilung, als wenn ich als Pflegekraft irgendwie auf einer Station bin, wo die Patienten laufen können, das ist heutzutage immer noch so, dass das irgendwie ja, wie Hotel-Servicekräfte ganz oft angesehen wird. Und da ist die Effizienzsteigerung tatsächlich auf dem Rücken der Pflegekräfte mit diesem Fleißding. Also Pflegekräfte sind fürsorglich, fleißig, geben sich selbst auf. Und darüber wird dann eine Effizienzsteigerung ausgemacht. Und das ist ganz gruselig. Und ja, das könnte man ganz anders drehen, eben wie man es auf Intensivstationen sieht. Ja, vielleicht ist es ein ganz interessanter Gedanke. Also da hätte ich jetzt, das hätte man nochmal vielleicht sogar in diese Richtung weiterentwickeln können, zu sagen, Effizienz durch Fleiß ist das Böse, ja, also und Effizienz durch Automatisierung, Prozessoptimierung und solche und Organisation ist etwas Gutes, ja. Ich habe noch ein Beispiel, also für Apothekenbestellung einen Barcode-Scanner. Das ist eine großartige Sache. Das ist ein kleines Gerät und man kann ganz viele tolle Dinge damit tun und hat mehr Zeit gewonnen. Ja, genau, beispielsweise, ja. Und das nimmt eben nicht irgendwie die Ressourcen weg, um mit Kunden zu reden und sie zu beraten, sondern im Gegenteil setzt Ressourcen frei, um mit Kunden zu reden. Die Effizienzsteigerin nicht in Profit maximieren. So, waren noch Leute? Ich bin dran. Also ich würde auch gerne nochmal dafür plädieren, hier den Begriff der Sklaven so ein bisschen wertfreier zu sehen. Ich finde den gut. Für mich ist das sozusagen der Proletarier, der sich selbst zum Sklaven macht oder der sich selbst zum Proletarier macht. Also ich finde es eigentlich ganz gut. Und der Proletarier ist ja auch kein böser Begriff, sondern der ist nur ein Ausdruck dafür, was alles schiefläuft im Kapitalismus. Insofern finde ich eigentlich den Sklavenbegriff wirklich ganz schön. Und man sollte eben nicht selber sagen von sich so, ja, ich will ja kein Sklave sein oder ich bin jetzt hier nicht der Arsch, sondern man sollte vielleicht andersrum mal sehen, dass wir alle eine neoliberale Generation sind auch und dass wir alle ganz schön gehirngewaschen worden in den letzten Jahren. Also eben durch die ganze Politik, die von der SPD ja auch gemacht wurde, vom Schröder-SPD, vom Blair-SPD. Und vielleicht können wir nichts anderes mehr denken, als uns selber zum Sklaven zu machen und eben effizient sein zu wollen, wie MS Pro eben auch.
Ja, tut mir leid, also wenn ihr mich den ganzen Tag nur als grüne Politikerin sehen wollt, New Labour, sorry, Nick, also das finde ich, nee, ich bin in der Lage, hier mit so einem bescheuerten Zwischenrufer auch vernünftig zu reden. Die neoliberale Politik, also ich denke das schon ein bisschen internationaler, ich denke das an Dritten Weg, ich denke da an Giddens und da hat Fischer nichts zu tun. Fischer hat viel mehr zu tun mit den Kriegen, finde ich, aber meinetwegen würde ich Fischer auch dazu zählen, da würde ich Thea Dückert dazu zählen, würde ich Katrin Göring-Eckardt dazu zählen. Gerade nicht mehr beim Thema, und so weiter oder? Und so fort. Na gut, aber das lag ja im Zwischenruf. Also, das ist klar. Sag mal, Leute, das war ein unsachlicher Zwischenruf, das kann ich mit dir gerne zu Ende diskutieren. Ich fand diesen Zwischenruf unsachlich. Das Zweite, was ich sagen wollte, und ja, echt mal. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist, wo man vielleicht nochmal drüber nachdenken sollte, wer sorgt eigentlich für Verteilung, wenn die Verteilung nicht mehr über Arbeit stattfindet? Also das muss man vielleicht im Grundeinkommen auch mit eindenken. Ich weiß aber nicht, ob Verteilung über Arbeit wirklich stattfindet, aber ich glaube ja, dass durch Gewerkschaften, Tarif und so ein bla bla bla. Ja, zu wenig halt. Das ist halt auch einer dass der Dass da Punkte Verteilung stattfinden, wenn man dann Grundeinkommen hat, dann ist vielleicht ist keine das Verteilung. Ist ja auch Antje hat es ja gesagt, dass es nicht in Profitmaximierung enden muss. Also das ist ja genau der Punkt. Also die Effizienzsteigerung ist das eine. Das andere ist, wo fließt diese Produktivitätssteigerung hin? Also wo fließen die, ich glaube Frank Rieger hat in der FAZ die Automatisierungsrendite gefordert, ja, und wie verteilen wir die? Und das ist genau diese Frage. Also und ich glaube ehrlich gesagt, dass das Grundeinkommen da bisher für mich die sinnvollste Antwort ist. Ja? Wenn wir sowieso nicht diesen Leistungseffizienzbezug oder Produktivitätssteigerungsleistungsbezug mehr so auf die Person hinrechnen können, dann können wir auch die Produktivitätssteigerung nehmen und sie erst einmal wie Gießkannenprinzipmäßig in die Gesellschaft rein verfrachten. Und das ist für mich das Grundeinkommen auch das Tool für diese Umverteilung. So, das war es aber. Tschüss. Ja, dann vielen herzlichen Dank. MS Pro, meine Damen und Herren.